Unsere heutige Sendung ist sehr in Mode, denn es kommt Guido Maria Kretschmer. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Altmann. Studio, Milliarden draußen im Fernsehland. Willkommen zu Zimmer frei. Wer, liebe Christine, beehrt uns heute? Unser Gast ist, glaube ich, der bekannteste Modeschöpfer Deutschlands, auch weil er Fernsehen macht. Er sitzt im Supertalent und er macht Shopping Queen. Und die Menschen lieben ihn für seinen Witz, seinen Charme und ich glaube, die Güte oder die gütige Art, mit der Menschen beurteilt. Und ich glaube, seine Mode spielt auch eine große Rolle. Denn heute kommt zu Zimmer frei Guido Maria Kretschmer. Das habe ich, hab ich noch nie erlebt. Hast du, warst du voll echt? Was? Der hast du wirklich? Ich habe es gerade schon gehört, dass die Bude wackelt. Das hört sich an wie 5.000, wenn man das sagt. Ja. Ja, wir sind extra umgezogen in die Köln Arena für die Oschis. In der Tat, also als rauskam, wer heute unser Gast ist, wir hätten wirklich 100-mal so viele Karten verschenken können. Ach komm. Aber das weißt du doch, oder? Du weißt doch, wie die Leute dich lieben. Ja, das ist schon nett, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dann Hunderte kommen wollen. Aber ja. Doch, das merkt er schon auf der Straße. Und darauf stoßen wir erstmal an. Genau. Herzlich willkommen bei Zimmerfrei. Also, du trinkst Rhabarbersaft, aber einmal aber, ja, mit Champagner. Ja, anstoßen kann ich auch, aber. Bei Guido verträgt keinen Alkohol. Ne? Nicht so viel, leider. Gar keinen. Deine Vorfahren auch mit Genghis Khan? Ich bin wie meine Oma. Wenn die früher einen Schluck getrunken hat, hat direkt rote Bäckchen für 4 Stunden. Das ist nicht so meins. Aber ist lecker. Hat das auch psychische Auswirkungen? Wirst du dann auch sehr schnell willenlos? Und nee, aber ich kann sehr gut mit Menschen sein, die kippen. Das kann ich gut. Also ich mag das gern, wenn die anderen langsam besoffen werden. Finde ich das super. Ehrlich? Ja, ja. Ich kann auch bis morgens ganz früh, 6, 7 Uhr bin ich dabei, fahre sie dann noch nach Hause natürlich. Ja, klar. Und kann mich erinnern an all die Gespräche. Das sind voll. Ja. Aber ich mag das wirklich sehr, weil also, viele Menschen. Bist du also einer von denen, die wirklich verstehen, was der andere sagt, wenn er einen Satz öffnet? Was ich immer schon sage. Ja. Gut, ich habe ja auch viel im Theater gearbeitet, wird ja auch gern gesoffen. Also ich habe viel Elend erlebt. Ja. Aber ich mag das trotzdem. Ich denke mal, ach, schade, dass ich nicht so richtig kann. Guido, wir haben dein Lieblingsessen. Ja. Ja. Das ist schon, ich sehe es gerade. Das ist Kinderessen. Ja, das Kinderessen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn es mal ganz eng wird, wenn ich zurückkam aus Spanien, gab es immer, guck mal, Kohlrabi und Frikadellen mit Ei drin, mit Überraschung. Das hat die Oma aus dem Osten mitgebracht. Mhm. Weil es nicht genug Fleisch gab, ich oder? Weiß nicht, vielleicht ist es gestreckt worden. Frikadellen mit Überraschung, hieß es? Ja, ja, ja. Aber immer dieselbe Überraschung. Oder hat man vorher gefingert, ob vielleicht doch eine Mickey-Maus-Figur drin ist? Nee, es war dann so ein Ei eingebaut und dann schnitt man das auf und dachte, ach, guck mal, ein Ei gibt es auch noch. Das ist jetzt Lammhack für dich, extra, klar. Weil ich eigentlich gar kein Fleisch mehr esse. Mhm. Und, aber wie gesagt, bei Lamm und Frikadellen und in der Kombination kann ich. Ne? Zum Beispiel. Ja. Das war lecker, ne? Hast du dir so meine Henkersmahlzeit vermutlich auch. Guido, wie lange hast du überlegt, was du heute Abend anziehst? Gar nicht lange. Ich bin ja selber nicht so textil, muss man leider wirklich sagen. Ich bin dafür da, dass die anderen Textil gut betreut sind. Ich dachte, zieh was an, was vielleicht bequem genug ist und keinen Aufstand macht. Also ich muss mich mal wirklich mal bemühen, was Hübsches anzuziehen. Also ich habe auch hübsche Sachen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss mich ständig niedlich zurechtmachen. Gibt es auch mal, dass du falsch angezogen bist, dass du irgendwo hinkommst und denkst, oh Gott, hätte ich mal, ja? Ja, gab es mal. Es gab mal eine, da war ich eingeladen in England bei Jane Seymour, ich weiß nicht, ob Sie noch kennen, Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Ich ganz schön in England eingeladen, dachte ich, wie feiern die denn wohl Silvester? Dann hat mir jeder erzählt, das ist so eine Landgeschichte, da musst du in kariert kommen. Ich unterwegs, kariert ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe so ein bisschen Kariertsperre, muss ich sagen, für Männer. Auf jeden Fall, ich habe dann hat mir von Vivian Westwood so einen schweineteuren Anzug gekauft. Ich sah unmöglich aus und sagte, komm, Frank sagt zu mir, nein, ich mach was Dunkles. Ich sag, Frank, alle werden da kariert tragen. Sagte Frank, du, mir ist egal, steht mir nicht, mache ich nicht. Ich das karierte Ding an, komme auf die Veranstaltung, dann steht das ganze Ding da im Smoking. Und ich bin der Einzige in kariert. Also, aber teuer kariert. Immerhin teuer kariert. Ich dachte, Dr. Quinn, da sagt sie, hi, are you designer? Dachte ich, okay, jetzt ist vorbei. Aber
Bei dem kann ich die Sendung nicht mehr sehen. Wenn ich England hier, denke ich, oh Gott. Ne. Ja, aber wenn du den Anzug nicht mehr tragen willst, ich würde ihn übernehmen. Du könntest, genau. Ja. Ich bin. Aber ich, du, also gibt es einen guten Tipp, ne? Du sagst, man soll was anziehen, was einen Sicherheit gibt. Man verkleidet sich ja als Frau manchmal, dass du denkst, oh Gott, hoffentlich. Also ich ziehe den Bauch an oder ziehe hohe Schuhe, kann ich richtig gehen. Dieses Gefühl, man soll was anziehen, was man von zu Hause kennt oder so, das ist ganz schön. Ich glaube, du musst unterscheiden, wann du was anziehst. Wenn was Wichtiges kommt, vielleicht Vorstellungsgespräch oder so, dann würde ich immer irgendwas tragen, was mir Sicherheit gibt. Die Glücksunterhose oder irgendwie eine Bluse, wo ich das Gefühl habe, ach Mensch, da stehen die Dinger gut oder so. Da bist du, weißt du, da darfst du nichts tragen, wenn du experimentierst. Wenn du denkst, ich will den Job und hast irgendwas, das ist eh schon schwierig genug, manchmal authentisch zu sein. Ich finde, man darf auch nichts, also man kauft sich ja manchmal extra für so ein Vorstellungsgespräch was. Dann ziehst du das zum ersten Jahr und ziehst zum ersten Mal an und dann. Und dann kriegst du das. Weiß nicht, das würde ja den bedeuten, Shop nicht und du denkst, liegt an der Klamotte. Ja, man könnte es aber auch so interpretieren, dass man dann zur eigenen Hochzeit in der Jogginghose kommt. Ne? Weil sie einem irgendwie Sicherheit gibt. Aber ich meine, wenn der Gegenüber auch so ein Ding anhat, würde ich sagen, dann läuft es ja. Genau. Also ich glaube, Jogginghose ist nicht so dramatisch. Ich habe Angst vor Fliegerseide auf Sofa. Ich glaube, wenn du neben deinem Partner sitzt und beide rascheln, wenn die sich berühren, dann würde ich sagen, bin ich raus. Alles andere finde ich okay. Nein. Ich habe wirklich Fliegerseide, finde ich, Albtraum. Ne? Ja. Fliegerseide ist so Ballonseide oder was meinst du? Ballonseide? Das war doch mehr so Anfang der 90er. Ja, ne? Aber es gibt's immer noch. Ne? Ehrlich? Ja. Ich hatte sogar vor kurzem in meiner eigenen Familie. Komme ich hin, denke ich, was ist denn hier los? Ne? Aber. Besitzt du eigentlich? Das war auch komisch zu essen, wenn die anderen. Nicht... Jogginghose? Zu was braucht man denn Jogginghosen? Zum Rumlümmeln. Das ist irgendwie ein bisschen. Ist zum auch Joggen, mal... oder? Was? Ich finde, essen und die anderen gucken zu. Aber ja, wir haben nicht. Das ist das Prinzip unserer Show. Das müssen wir mal wie Jesus so, ne? Aber Arne Schmidt, der große Schriftsteller, hat immer Literaturpreise ausgeschlagen, weil es hinterher noch ein Essen gab. Ja, genau. Und hat er immer gesagt, ich kann da nicht kommen. Ich esse in der Öffentlichkeit ungefähr genauso gern, wie ich das Gegenteil in der Öffentlichkeit tue. Was ist sehr gescheit. Rate mal. Nicht schlucken. Nichts essen. Oh, der war schlecht. Ich wollte eigentlich fragen, als sein Vater sagt, Guido ist der Außenminister, und er ist wie Gisela Schlüter. Aber das muss man jetzt eigentlich gar nicht mehr erklären, warum du wie Gisela Schlüter bist, oder? Ich fand Gisela Schlüter super. Mein Vater auch. Er hat immer gesagt, das ist wirklich wahr. Er hat gesagt, Guido, wenn du mal eines Tages stirbst, dann müssen wir den Mund separat beerdigen. Weil ich immer halt auch eine Meinung hatte. Das Problem ist, unser wahnsinnig junges Publikum ja im WDR-Fernsehen weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wer Gisela Schlüter war. Ja, das kennt kein Mensch mehr. Das war so eine ganz angeknipste. Ja. Ich wissen Sie, wer weiß noch, wer Gisela Schlüter war? Oh, guck mal. Wer hat sie geliebt? Großartig. Lecker. Ja, lecker. Aber leider müssen wir das Essen unterbrechen, denn wir kommen zu unserer ersten kleinen Aktion. Darf ich euch bitten, hier Platz zu nehmen? Unser erstes Spiel hat entfernt mit Essen zu tun. Als unser Gast, Guido Maria Kretschmer, noch ein Bengel war und zur Schule ging, hat sein Vater, der offensichtlich eine poetische Ader besaß, ab und zu auf seine Bananenschalen ein kleines Gedicht geschrieben. So packte er sein Frühstückspäckchen aus und fand als erstes ein Gedicht auf der Bananenschale. Das hat uns gut gefallen. Und deshalb haben wir ein Spiel vorbereitet, wir nennen es die Ode an das Obst. Warum? Weil wir eine Ode ans Obst in gemeinsamer Arbeit erarbeiten. Es funktioniert wie folgt. Ich beginne als Spielleiter und zeige euch hier ein, wie würdest du zu diesem Ding sagen? Flugmango. Flugmango, sehr gut. So. Und ich werde jetzt eine Zeile sagen davon. Christine wird diese Zeile aufnehmen in Reimform, wird eine neue Zeile dir vorgeben, auf die du bitte mit Reimform antworten möchtest. Nicht vergessen, es geht um eine Ode an das Obst. Nicht, dass wir hinterher schließlich irgendwo in anderen Themen sind. Und wir machen das so lange, bis einem nichts mehr einfällt. Und dann ist der nächste Spielleiter dran mit dem nächsten Stück Obst. Also wir haben ja eine Mango, eine Flugmango sogar. Du reimst dich ja so schön auf Django. Du reimst dich ja so schön auf Django und dennoch bist du eine Mango, wobei ich lieber Bananen mag. Weil ich lieber Bananen mag, weil sie so hübsch und gelb sind und manchmal mich berühren und ich denke, der Winter wird uns verführen. Das muss schön, aber es musste sich eigentlich auf Mark reimen. Ach Mark, ach so. War wirklich, ich fand es viel schöner so, aber ach so, ich dachte, ich mache einen Startreim. Lass uns auf Free floaten. Ach so, nee, wir können, ach so, ich dachte, ich mache Startreim. Was soll der Intendant dazu sagen? Startreim ist auch schön. Ja, aber nee, wir machen es mal. Du bist auf Mark jetzt. Auf Mark. Ja. Also meinst du, ja, war ja ein bisschen billig, aber also, obwohl ich ja lieber Bananen mag. Mag ich Bananen auch? Hätte ich es auch gemacht. Am Tag. Am Tag. Sehr genau. Gut, Christine. Und jetzt musst du eine neue Zeile erfinden.
und einen neuen Reim provozieren. Und am Morgen esse ich gerne Beeren. Beeren? Beeren, dazu brauche ich keine Scheren. Oh, na, Ich brauche nur kalte Milch und Löffel. Löffel würde ich gerne nehmen. Leider sind Löffel schwer zu. Ich fand das faszinierend, den Reim auf Löffel, den du ja, Löffel dachte ich jetzt. Löffel. Dabei liebe ich dich. Schöffel. Es tut mir leid, dass ich dir das jetzt einkaufe. Mama, kaufe ich mir Perlen von Schöffel. Oh, sehr gut. Die sind leider etwas teuer, ja, aber von guter Qualität. Ah, gut, wunderbar. Ausgezeichnet. Jetzt, Guido, gibst du uns eine Aufgabe. Bist du super groß, oder? Bist du in der Ach, guck mal hier, das ist so richtig Pampelmuse. Ne? Ja, oder Grapefruit, wir haben zwei Möglichkeiten. Pampelmuse gefällt mir besser, genau. Dich kenne ich erst seit ein paar Wochen und würde dich leidenschaftlich gerne mal verkochen. Na, ja. Dusselig, du musst, das, ja, es ist, ich habe das Gefühl, das Spiel fließt so nicht, weil ich nichts habe, auf das ich antworten kann. Naja, du musst mir jetzt noch einen nachlegen. Ich will auf den ich antworten kann. Es ist eine wahnsinnig kräftige Frucht. Die erzeugt in mir eine Pampelmusensucht. Sucht kann ich nun voll verstehen. Drum lass uns in eine Ecke gehen. Nee, das wäre meine Hälfte gewesen. Ja. Ach so. Ja, danke. Darum lass uns in die Ecke gehen. In die Ecke nur mit dir. Ich weiß, dass ich bei dir niemals friere. Und ich bin vom Sternzeichen auch noch Stier. Ja. Danke sehr. Das war's schon. Das war Ritualreime. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dieses Spiel stand durch ständige Verletzung der zwei simplen Regeln, die wir aufgestellt haben. Aber die Idee war gut, aber die Ausführung war, sehr gut, war jetzt irgendwie. Aber genau. Es waren keine. Aber ich glaube, das Publikum war total begeistert von diesem Spiel. Wir haben es nicht nur wegen deines Vaters gemacht, sondern auch, weil du den Wehrdienst. Dem Wehrdienst ganz easy ausgewichen bist, weil du gedichtet hast. Na, ja. Easy war es nicht. Also ich hatte irgendwie keine Zeit. Das war mein Problem. Ich dachte, ach, Wehrdienst, wie soll ich das nur schaffen? Und so. Ich hatte ja so früh verweigert. Und dann war ich schon auf dem Weg nach Spanien. Dann haben die mich wieder und wieder gemustert. Dachte ich, das geht nicht, ich muss irgendwas machen. Musste ich ins Bundeswehrkrankenhaus. Und da war das halt so, dass der dann gesagt hat, ich dachte, ich mache so ein bisschen auch verrückt, so ganz leicht. Aber nicht so, dass die mir den Führerschein nehmen. Das hat mir ein Freund gesagt. Du musst aufpassen, dass du nicht irre bist, weil dann sagen die, wir lassen es mal mit der Fahrtauglichkeit. Dann bin ich da rein, hab dann ganz freundlich da gesessen und hatte meinen Frank noch dabei, der hat gesagt, bitte passen Sie auf den auf, der ist so ein bisschen verhaltensgestört, aber ganz nett. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, sag mal, was machst du denn so den ganzen Tag? Und er hat gesagt, ja, ich lerne gerne Gedichte. Und das stimmt, ich liebe Gedichte sehr. Hat der gesagt, ach, jetzt hast du wohl ein Gedicht auswendig gelernt, glaubst du, wenn du hier was erzählst, dann ist das hier vorbei. Ich habe gesagt, was hätten Sie denn gern? Und dann hatte ich Glück, muss ich sagen. Dann dachte der gleich Fontane, habe ich gleich ein Fontane-Ding. Mhm. Dann habe ich noch sowas hinterhergeschossen. Und dann habe ich irgendwann die Vergeltung von der Droste Hülshoff aufgesagt. Das ist wirklich eine große Ballade. Und irgendwann dachte der, es reicht. Ich habe gedacht, ich mache bis zum Ende. Und dann ist der raus zu seiner Krankenschwester und hat gesagt, der ist ganz nett, aber der hat eine Macke, der Typ. Super. Und dann, so einfach? Ja, nicht so einfach. Es war sehr anstrengend. Dann hat es noch geregnet. Dachte ich, setze noch einen drauf. Ja. Dann bin ich dann raus in den Regen, habe mich vor die Klinik gestellt in den Regen und dachte, bis mich jemand abholt. Das war, musste ich wirklich ein bisschen weinen, weil das so anstrengend war. Und dann kam der raus und mit so einem Schimmer gesagt, ach Mensch, Junge, komm doch rein und so. Und da wusste ich, das läuft und dann war es auch so. Das ist aber jetzt verwehrt. Also ich hab aber trotzdem meinen Wehrdienst irgendwie geleistet, habe ich das Gefühl. Genau. Ja, ja. Mit so einem verdrehten Menschen gelebt, das war auch krieg. Man wurde aber immer entlassen wegen sogenannter Leistungsfunktionsstörung. Ja, ja, ja. Ich war, die schrieben noch, alles Gute für die Zukunft, hat funktioniert. Guido Maria Kretschmer hat eine große Familie, 4 Geschwister, tollen Vater, tolle Mutter. Und eine Schwester hat Andreas Korn jetzt mal besucht und die hat so ein bisschen was aus dem Leben erzählt. Ich setze die Brille und sehe ich nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in einem, dem Heimatdorf von Guido Maria Kretschmer. Erleben Sie nun,
den Todessprung von seiner Schwester Gudrun. Kretschmer, spring, Gudrun, spring, spring. Nein, ich will nicht. Na gut, dann komm wieder runter. Hilft ja alles nichts. So war das tatsächlich. Guido Maria Kretschmer hat die Sportlichkeit seiner Schwester Gudrun ausgenutzt. Wie genau war das, Gudrun? Ja, der Todessprung war auf die Stange drauf, rückwärts runter, im Stand wieder aufkommen und dafür gab es dann 50 Pfennig. Für 50 Cent hat er dich verkauft. Hat er gemacht. Mein Gott, was für ein Bruderherz. Guido Maria Kretschmer war Messdiener und hat viel Zeit hier mit Schwester Gudrun verbracht vor der heiligen Mutter Gottes. Warum, Gudrun? Tja, weil es die Mutter Gottes besonders gut gefallen hat. Besonders hat Guido das schöne Kleid gefallen. Ist wirklich? Ja, weil es ist, schau es dir an, wie wunderschön es ist. Und darum waren wir hier. Schon als Kind ist er dann? Schon als Kind hat er das gesehen, wie toll das verarbeitet ist, wie aufwendig. Und das hat ihn immer fasziniert. Warum ist Guido denn eigentlich überhaupt Messdiener geworden? Das Messgewand. Schon wieder die Mode? Ja, schon wieder die Mode. Guido liebte dieses Messgewand. Das war unten rot und oben war ein weißes Spitzenoberteil drüber. Und Guido liebt die Spitze. Und als Kind mochte er die Spitze auch besonders gern. Und das hat ihn immer gereizt. Stößchen. Ja, Sinn für Stil hatte Guido Maria schon immer. Als Kind hat er tatsächlich Milch aus Champagnergläsern getrunken. Da frage ich mich ja so ein bisschen, wie kam das hier eigentlich im Dorf an, wenn jemand schon von Kindheit an so leicht extrovertiert war? Es gab sicherlich Menschen, die drüber geschmunzelt haben, aber Guido war halt so. Und man hat Guido auch so geliebt, wie er war. Also er hat immer schon den Drang dazu gehabt, anders zu sein wie die anderen. Aber ich glaube nicht mal, dass er das unbedingt wollte, sondern er war einfach so. Und er hatte immer den Sinn fürs Schöne. Und selbst wenn wir irgendwo mal auf den Kindergeburtstag eingeladen waren, wir haben aus Senfgläsern getrunken oder ausgespülten Joghurtbechern und Guido hatte das schicke Glas auf dem Tisch stehen. Und hat's genossen. Gewusst wie, gewusst wie. Wann wurde denn dem großen Guido das kleine Einen irgendwie dann doch zu klein? Wann musste er raus in die große, weite Welt? Schon ganz früh, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Also er ist in die Schule gegangen und wollte am liebsten gleich im ersten Jahr schon auf Klassenfahrt. Also er konnte nicht schnell genug im Bus sitzen, dass es irgendwie losging. Also Guido war immer gerne unterwegs. Was ist denn so richtig typisch Guido, wenn du das in aller Kürze mal zusammenfassen solltest? Typisch Guido ist, man hat immer was zu lachen. Mit Guido ist es immer fröhlich und lustig. Wenn du bei Guido Gast, den ganzen Tag. Ja, absolut. Wenn du bei Guido Gast bist, wirst du wunderbar bekocht. Guido ist ein super Koch. Und typisch Guido ist Mäusephobie. 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 Guido und ich haben eine Wahnsinns-Mäusephobie. Alles, was klein ist und kurze Schwänze hat, mögen wir gar nicht. Okay. Das vertiefen wir jetzt nicht. Nein. Wir trinken wieder mit dem Also ich habe ja ein bisschen dazugelernt und habe jetzt mal die Seiten gewechselt und ich habe mir überlegt, ich mache mal die große Kohle mit meinem Todessprung und ich lasse jetzt springen. Andreas, spring! Dabei gehöre ich doch nicht mal zur Familie, Gudrun. Aber na gut, ich versuch's. Ah! Mann! Ach, Gietchen, ich glaube, mit dir machen wir nicht die große Kohle. Das war Andreas Korn in Einen bei Warendorf. Und daher kommt unser heutiger Gast bei Zimmer frei, Guido Maria Kretschmer. Guido hat seine erste Nähmaschine mit 9 Jahren bekommen. Und das erste Modell war deine Mutter. Also du hast deiner Mutter was genäht. Was hast du ihr genäht? Eine Weste aus Westfalen-Druck sozusagen. Schlimm sah die aus, aber die hat sie wirklich getragen. Ist auf Schützenfest, hat die fleißig getragen, kam mal gleich Bestellungen zurück. Das war natürlich ganz praktisch. Nee, die hatte so ein fieses, braunes Futter, das weiß ich noch. Und war so eingepasselt. Da habe ich gelernt, wie man so Briefecken näht und so. Das war mein erstes Teil, also mein erstes kommerzielles Teil. Wieso schenkt man einem Jungen mit 9 eine Nähmaschine? Nee, es war ursprünglich die Nähmaschine meiner Mutter. Ah ja, okay. Und die wollte uns was Hübsches nähen, die hat es aber nicht so richtig hinbekommen. Und dann habe ich angefangen, habe es gehört und dachte, das ist mein Ding. Und dann wusste ich gleich, ach, das kleine Wunderwerk, was hier stichelt, das könnte was sein. Und das, so war ist klar, das war klar, ja, dass du das war schon elektrisch oder noch mit elektrisch? Nee, nee, es war eine Pfaff 260, die habe ich heute noch. Ja, natürlich auch andere. Nee, 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 aber man muss sagen, Singer das war, und, ja, ja, aber die sind alle mittlerweile aufgekauft von Pfaff, alle eine Firma. Aber und Sie verstehen, was ich meine, meine Damen. Nee, für einen Designer ist es wichtig, dass man eine gute Maschine hat. Natürlich. So fing es an. Und dann habe ich gedacht, ach, das gibt mir eine Möglichkeit, irgendwie Ausdruck zu haben. Früher habe ich ja viel mit der Hand auch gefummelt, für die ganzen Barbies und so. Und, wie für die Barbies deiner Geschwister? Ja, ich hatte auch welche. Also wir konnten gut zusammenspielen. Und ich habe immer gern dekoriert und mit Kleinigkeiten was gemacht. Und wenn man dann so eine Maschine hat, die auf einmal mit Gas gibt, da dachte ich, guck mal. Und das hat meine Mutter immer gesagt. Die hat gesagt, als ich damals weggegangen bin nach Spanien, hat sie zu mir gesagt, ich wusste genau, wenn der Guido das Haus verlässt, der braucht nicht viel, diese Nähmaschine wird ihn immer ernähren. Und so war es auch. Ich bin wirklich mit der Maschine groß geworden. Ja. Kirchgang war für dich ein ganz wichtiges Ritual am Sonntag.
Ja, es war ein bisschen auf Bühne sein, wenn ich ehrlich bin. Ich musste jeden Sonntag gehen, wie alle. Und dachte, es ist so langweilig, ich konnte hinten so schlecht sitzen. Und dann dachte ich, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sitze ich mit meiner Oma zusammen bei den älteren Damen. Das fand ich sehr schön, wenn die so ein Gebetbuch aus der Tasche holten und dann so mit so einem Kölnisch Wasser. Das hat mir irgendwie gefallen, die ganzen schönen Frauen. Oder ich dachte, oder auf der Bühne sein. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und dann dachte ich, entscheide dich, als ich konnte, für die Bühne. Und dann fand ich das schön, so mit dem Weihrauch. Und dann, mein Gott. Ja, daraus hätte Ottfried Fischer eine 13-teilige Serie gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber das war Teil meines Lebens. Ja, genauso wirst du auch später mal auf diese Sendung zurückblicken und sagen, ein Teil meines Lebens war das legendäre Zimmer frei. Unser lebendes Bild, das ist ein Brief darstellt, den es zu erraten gilt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns, denn es ist ein besonders schönes Bilderrätsel, kann man doch sagen. Und deshalb Bilderrätsel ab! Komm. Wir haben uns heute hier zusammengefunden an diesem wunderschönen Tag. Heute ist kein schöner Tag. Um die Ehe dieser beiden glücklichen Menschen. Und ich bin auch nicht glücklich. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Ich weiß, es ist schwierig, aber es wird alles. Ich habe Bauchweh und meine Schuhe sind zu klein und meinen Job habe ich auch verloren. Deine sind auch zu klein. Ja. Heute wird der wunderschönste Tag eures Lebens. Ich sag's Ihnen nochmal, Leute, es ist kein schöner Tag. Es regnet auch draußen. Es soll auch die ganze nächste Woche regnen. Aber unsere Flitterwochenreise. Ich glaube, das fällt ins Wasser. Nein. Also wollen Sie die hier anwesenden... Ich habe gelesen, im Hotel gibt's Kakerlaken. Was? Ja. Wollen Sie die hier Anwesende zu Ihrer angetrauten Ehefrau nehmen? Aber natürlich, ja. Und Sie wollen sie denn hier anwesend zu Ihrer Ehefrau? Ja, dann erkläre sie zu Mann und Frau, sie dürfen die Braut küssen. So, was haben die da gerade geschlossen? Den Bund fürs Leben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Schon ein Wort des Bilderrätsels. Der erwünschte Einstieg. Passt übrigens wunderbar zu der Geschichte, die ihr gerade erzählt. Das ist reiner Zufall. Also das ist ein Also das ist schon mal, der Bund ist schon mal da. Aber sind die freudig bei ihrer Hochzeit? Ist das sehr traurig. Nee, das ist Der Begriff hat auch im weitesten Sinne was mit Mode zu tun. Im weitesten Sinne. Ganz weit. In Bund und Mode. Ja. Herrenmode. Sind die besonders glücklich? Nee, die sind sehr unglücklich. Ja. Kummerbund. Ja! Fantastisch! Fantastisch geraten, praktisch ohne Hilfe. Wir danken Katharina Rehn, Steven Eppelmann und Tommaso Tessitori. Und das ist für dich der Preis, den du dir redlich erraten hast. Vorsichtig ans Mikrofon packen, sonst klingt das so komische Geräusche draußen im Land. Guido, wir würden dir beide gern das Zimmer zeigen. Wunderbar. Heute. Soll ich das mitnehmen oder soll ich das hier lassen? Ja, du kannst es hier lassen. Okay. Zu Gesicht stehen. Obwohl, ja. Okay. Genau. Dann mache ich mal eine Schlinge draus. Genau, und dazu müssen wir raus. Wir müssen rausgehen. Bleiben Sie hier, wir kommen wieder. Halt, Götz. Oh. Können wir nicht alle mitnehmen? Das wäre doch schön. Ne? Also, wir gucken uns jetzt das Zimmer an. Große Überraschung. Ach nein. Ach, ist das schön. Das Zimmer für Guido Maria Kretschmer. Ach nein, da kommen mir die Tränen aber gleich, ne? Er hat sich so gewünscht. Oder ein Traum von ihm. Ach nein, mit Friesen, ne? Zirkuswagen. Ach, wie schön. Hallo. Zwei Friesen Guck davor. Guck mal, mit zwei Friesen. Ne? Und dann einfach abhauen und mit seinem Mann Frankie Ihr seid ja unglaublich. Guck mal, mit Friesen. Richtige ne? Pferde für dich und wir setzen uns hier Zirkus Kretschmer. Woher kommt der Wunsch, Guido, einfach so abzuhauen? Ist es ein Abhauen? Ja, ich weiß es gar nicht, was das ist. Es ist so vielleicht, dass ich das mochte immer, die Idee, dass ich verreise. Ich wollte immer weg. Obwohl ich glücklich war, da wo ich war. Aber ich wollte sie eigentlich alle mitnehmen, aber ich wusste sehr früh schon, dass ich los muss in die Welt. Und wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte, habe ich mir immer vorgestellt, ich lebe in so einem Zirkuswagen und alle, die ich liebe, sind dabei und die Pferde sind davor und wir haben Stroh und genug dabei. Dann gab es so ein heimliches Gefühl und dann konnte ich immer einschlafen, weil ich dachte, alles ist dabei. Aber ich wollte trotzdem mein Zuhause mitnehmen. Deswegen wäre ich gleich ein gutes Schaustellerkind geworden. Ja, wie gut kannst du loslassen im Leben? Ich kann sehr gut loslassen, wenn es um Nonsens geht, um Lächerlichkeiten. Mhm. Aber ich brauche so einen Wagen und ich brauche Pferdchen vielleicht. Und ich brauche das Gefühl, dass es einen Morgen gibt, dass wir nichts im Huf haben.
dass wir genug haben, um durchzukommen. Das ist vielleicht das, was mich auch antreibt. Dadurch bin ich so sicher, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe so einen kleinen Zirkuswagen ja in mir. Das war wirklich so süß. Deine Mutter hat was... Wir kommen gleich die Tränen, das ist ganz rührend, weil es so... Deine Mutter hat was ganz Schönes über dich gesagt. Die hat gesagt, Guido hat einen großen Mut, der geht in der ersten Reihe in die Offensive. Der ist mutig. Und gleichzeitig hat er größte Angst, dass man ihn verletzen könnte. Wann haben dich Menschen verletzt in deinem Leben? Ach, eigentlich gar nicht so oft, aber ich bin eigentlich zu empfindsam, glaube ich, auch manchmal für ganz große Bühnen, obwohl es gut funktioniert. Ich hätte sogar Angst, wenn ich manchmal über andere Prominente lese, was so geschrieben wird. Da wird ja auch viel geschrieben, was gar nicht stimmt. Und ich habe vor kurzem so einen Bericht, hat jemand über mich geschrieben, ich kannte den gar nicht. Und das hat mir so wehgetan, weil ich dachte, du hast doch gar keine Idee, warum schreibst du sowas? Mhm. Das ist einfach gemein. Da merke ich, dass ich sehr empfindsam bin und da sehr aufpassen muss. Aber ich denke trotzdem, dass das Leben mich behütet. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich bin so gehalten durch irgendwas, was mich durchs Leben bringt. Und dadurch bleibe ich mutig. Ich bin sehr ängstlich, obwohl ich trotzdem mutig bin. Ich würde bei einer Achterbahn immer in die erste Reihe steigen, obwohl ich genau weiß, ich kann es nicht sehen. Aber ich bin kein Mensch, der sich hinter anderen ducken will. Hast du eine Ahnung, woher dieser Mut kommt? Ich glaube, es kommt von meinen Großeltern, von meiner Großmutter, die diese große Flucht hat. Ich habe diese Fluchtgeschichten meiner Großeltern ganz intensiv aufgenommen und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin selber mitgeflohen. Die hat immer gesagt, wir haben alles verloren. Früher hat sie gesagt, aber Guido holt alles zurück, hat meine Oma immer gesagt. Und es ist auch ein bisschen so gekommen. Deine Oma war ganz wichtig für dich, ne? Ja, weil wir waren ja viele Kinder und viele Verwandte und ich hatte mit meiner Oma eine ganz intensive Beziehung. Die war so modisch und ich hatte mit ihr so Freiheit in ihrem Zimmer, wenn wir da saßen, haben wir so geplaudert und die hat mir vom Kaiser erzählt und die war eben ein bisschen retro und ich war ja auch immer in meinem Gefühl retro. Und ich habe die sehr geliebt. Das war auch sozusagen der, ich war ja auch, als ich sie dann starb, ich musste nach Spanien zurück und sie war im Krankenhaus und ich wusste, ich werde den Moment verpassen, wenn sie stirbt. Und dann war ich bei ihr und hat sie alle rausgeschickt und hat sie mir gesagt, weißt du, mein Schatz, auf Wiedersehen im Himmel. Und das ist immer so ein Ding, das hat mir so eine Kraft gegeben, weil ich immer dachte, ich kann auch, obwohl ich jetzt weggehe, weiß ich trotzdem, dass ich denen nah bin. Und das ist auch ein bisschen Zirkuswagen, weil... Mhm. Dadurch, dass man immer unterwegs ist und sein Glück sucht und alles dabei hat, gibt man nichts auf, sondern man gewinnt immer dazu. Und das ist vielleicht auch was, was mich so verbindet mit meinen Großeltern, die irgendwie auch auf der Flucht waren und mit so einem Wagen, vermutlich nicht so luxuriös und mit keinen wunderschönen Friesen, halt dann irgendwie nach Deutschland kamen. Menschen, die dich kennenlernen, mögen dich einfach. Also es gibt so Blitz, man lernt ihn kennen und denkt, boah, was für ein toller Typ. Und es kommt auch unglaublich viel zurück. Wie viel, also anders gefragt, gibst du manchmal zu viel? Wie viel Kraft kostet das? Ja, ich bin schon jemand, der sehr gut geben kann. Ich habe immer lieber gegeben als genommen, das muss ich auch sagen. So wie ich auch glaube, dass ich ein Mensch bin, der immer an so einer Münze den Kopf immer schöner fand als die Zahl, obwohl ich auch mit Zahlen gut kann. Aber ich bin schon jemand, der sich sehr verausgaben kann. Ich kann mit Menschen so hemmungslos sein und kann mich so vergeben. Manchmal denke ich, ich bin wie im Parfum, die Grenouille, der auf dem Platz steht und Leute kommen, aber ich weiß, dass die mich nicht auffressen, sondern dass Unterstützung auch ist. Wie gut kannst du es hinter dir lassen? Also wenn du Leute erst ganz nah rankommen lässt und merkst, geht nicht mehr, will ich nicht mehr? Ja, ich tue mich schon schwer, aber ich weiß auch im Moment, wenn genug ist. Also und auch, was Leute von mir wollen. Also wenn ich spüre, das ist destruktiv für mich, das nimmt mir Energie, dann verabschiede ich mich. Aber das muss ich auch ein bisschen lernen, aber ich glaube, das haben viele Menschen. Da bin ich wie viele Frauen. Viele Frauen können sich manchmal nicht abgrenzen. Wenn die wütend sind und wollen sich aufregen, dann weinen die. Und das kann ich auch. Wenn ich richtig wütend bin, dann kommen mir die Tränen, wie meine Mama. Und das ist so ein Ding, wo ich mal denke, deswegen passe ich auf, dass ich es gar nicht so weit kommen lasse. Sondern dass ich dann mich nicht so vergeben muss. Ja, wenn Guido, also wenn man dich so erlebt, also du sagst selbst, du bist ein Mann der Gegensätze, also ängstlich, mutig und du bist ein fröhlicher Mensch, du unterhältst riesige Gesellschaften. Traurig gibt es das auch? Ja, ich bin auch manchmal eine einsame Seele. Ich bin jemand, der sehr gut alleine sein kann. Ich kann mich gut verlieren in Gedanken und ich mag auch manchmal auch ein bisschen traurig sein, weil ich aus Traurigkeit, das ist ja auch ein Gefühl, was einem Kraft manchmal gibt, also mir zumindest. Mhm. Weil ich mache ja auch einen Beruf, der manchmal ganz still ist, der ist ja manchmal ganz laut und hin und wieder ist der auch ganz ruhig und mit mir und ich finde, das ist auch ein bisschen in meiner Seele angelegt. Ich bin auch ein bisschen so eine alte Ostseele vielleicht, dass ich das mag. Mich rühren traurige Geschichten auch manchmal an und ich ziehe daraus Kraft, aber ich bin mit Humor groß geworden und ich habe Humor und der rettet mich immer wieder und das ist vielleicht auch dann wieder das, was auch leben lässt. Ne? Guido, das ist dein Zirkus Kretschmer-Wagen. Das ist süß, ne? Vielen Dank. Ach, du bist ein Schatz. Nein, die Redaktion ist ein Schatz, ja, weil... Vielen Dank.
diese Pferde, ach, da haben wir auch ein bisschen drum gekämpft. Wir haben gesagt, es müssen Pferde da sein. Friesen, ne? Wenn ich Friesen eins mag, sind es Friesen. Ne? Ach, wie schön, ne? Vielen Dank, ne? Ach, wie schön, ne? Sind auch tolle Reitpferde, man weiß es ja? Gar nicht. Ja, ja. Die sehen so, ne? Langsam aus, hm? So weich sind die. Ach, vielen lieben Dank. Aber das ist uns eine Freude. Oh. Doch den Schal mitnehmen sollen, ne? War da irgendwas vor der Tür? Ich hab doch irgendwas gehört. Ja, keine Ahnung. Waren wahrscheinlich irgendwelche Fans, die mich von der neuen Zimmerfrei-Homepage www.zimmerfrei.de kennen. Ja, da kann man ja jetzt mit mir spielen. Ja, war kalt, ne? Ja. Oh, da ist er. Der Herr der Spiele. Ja. Vielen so. Dank für das schöne Spiel. Ne? Ich habe es nur für euch getan. Oh, oh mein Papa. Das war ganz schön. Eine große, ich bin dir jetzt dankbar, dass du nicht My Way gespielt hast, sonst hätte ich geweint. Das gehört zu den Liedern, die ich absolut nie aufstehen kann. Warum? Weil alle weinen. Und wir wollen doch fröhlich sein, glücklich sein. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen mit Spiel und Spaß einen gepflegten Sonntagabend verbringen, so wie heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wie geht es besser als zu unserer nächsten Aktion? Und diese Aktion trägt den Titel Textiles Gedächtnis. Wenn ihr so nett sein wollt, euch hier aufzubauen, Christine, Guido, meine Wenigkeit. Wir werden uns jetzt von drei bezaubernden jungen Damen etwas vorführen lassen, und zwar Mode. Wir werden versuchen zu memorieren, was die anhatten. Und uns wird nachher eine Dame zugewiesen. Ja? Das ist Christines, das ist dein, das ist mein Podest. Ja. Und dann versuchen wir aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, was hatte sie an. Und werden aus einem großen Haufen Zeug, was sie ablegen werden, versuchen, diese Damen wieder entsprechend auszustaffieren. Ach super, schön. Ich denke, ich habe mich sehr, sehr deutlich ausgedrückt. Auch ich finde es ein sehr schönes Spiel. Und Sie werden gleich verstehen, warum, meine Damen und Herren. Oh Gott, ja, jetzt los geht's. Textilterror bestimmt. Hübsche Mädchen, ja. Aber. Und nun, meine Damen und Herren, ein weiterer Höhepunkt dieses Spiels, denn um sie wieder anzuziehen, müssen sie sich ja vorher ausziehen, wenn ich bitten darf, meine Damen. Weißt du, es gibt manchmal Momente, da wünsche ich mir, ich säße ungefähr da hinten mit Publikum. Das ist ein guter Platz heute da, ne? Ach, guck mal, egal. Geh doch mal hin. Jörni, alles gut? Oh, ich kann nicht mehr. Wow. Wow. Ja, sicher, auch eine Möglichkeit. Ja. So, und ich denke, jetzt werden wir die drei Damen ausstaffieren. Okay. Das ist also deine, Christine ist meine. Halt dich gut fest. Wir können Röcke anziehen. Lass noch rum, wir können Bluse kommen. Ach so, das ist vielleicht später. Ah, das ist das hier, warte. Warte. Nee, ist falsch rum, muss erst. Genau, so. Ach so, ich hätte, oh Gott, ich bin mal anziehen. Ne? So, kommst du rein? Ich hab aber da fehlt noch dieses Geschmeidige. Machst du zu? Okay. Ich hole das Jabot. Wie geht
geht das? Hier so irgendwie. Wir hatten, glaube ich, die Steppe, bist du? Hier ist das schon. Oh. Warte mal, die braucht eine Rose. Das Jabot ist weg. Aber sehr gerne. Sie hat doch ein Jabot hier gehabt, oder? Oder soll ich Sie festhalten, wenn Sie möchten? Ja, ich glaube, du hast meine Frau. Hast das du keine Hose? Haben Sie keine Hose gehabt? Die Stepp gehört hier nicht zu dir. Das ist. Die Steppjacke gehört eigentlich hierhin. Götz, du hast die falsche. Jacke. Du hast zwei Hosen. Ja, ja. Und du hast mir mein Jabot genommen. Was? Genau. Aber meine Jacke ist plötzlich weg. Ja, ja, das ist nämlich deine. Aber es gibt keine Hosen. Nein, die Steppjacke hatte sie. Das ist meine. Warte mal. Aber Leute, es fehlt eine Hose. Oder haben Sie gar keine Hose angehabt? Doch. Wir machen Gürtel einfach den Pelzmantel. Was ist denn Gürtel? Moment. Ach, tut mir leid, ich muss eben helfen. Das war nicht deine. Ne? Wenn man helfen kann. Komm, wir ziehen jetzt die an, wenn wir keine andere kriegen. Ja. Oh, hier. Das ist die falsche Jacke. Da fehlt eine Hose. Aber wir wollten. So, jetzt haben wir es. So, jetzt kommt noch das männliche Überzug. Götzimaus ist schon abgeklebt. Das kommt unter die Jacke, ne? Nee, das war dein. Das ist unser. Zu spät. Aber mir gefällt es auch so besser, muss ich sagen. So, und jetzt wollen wir es mal vergleichen. Jörni, unser fantastischer Regieassistent, meine Damen und Herren, zeigt uns. Ja, also, das sehe ich auf den ersten Blick, da habe ich original Scheiße gebaut, aber das werden wir gleich feststellen. Erstmal, Christines Dame, wenn Sie mal den Mantel freimachen wollen. Ja, es fehlt die Jacke, die Steppjacke, genau. Aber die Hose fehlt. Die Hose fehlt. Aber ich wusste nicht, dass das wäre genau die Hose, die die junge Dame anhat. Genau. So, das ist also schon mal, das obere, das stimmt, das kann man so feststellen. Dann hier, wenn Sie sich mal kurz freimachen, also im Rahmen. Die Jacke ist nicht unsere. Die Jacke, ne? Ist falsch. Die, ja, hätte natürlich zu meiner Dame gepasst. Die war weg. Aber alles andere hier, dieses Harry Potter Schulkleidungsoberteil und so, alles perfekt. Und bei mir muss ich sagen, großes Tohu Wabohu. Aber toll, ne? Die Jacke stimmt schon mal, der Mantel ist richtig. Ja? Und die Kette ist auch richtig. Die Dame ist richtig, aber der Rest der Bekleidung ist falsch. Man muss sagen, der Einzige, der es wirklich richtig gemacht hat, war Guido Maria Kretschmar. Dankeschön. Au revoir. Tausend Dank. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Alles war klar. Ich hatte mir alles genau gemerkt und ich hatte auch alles genau im Kopf, nur falsch. Ne? Aber wo hast du hingeguckt? Also was hast du? Ich habe mir zum Beispiel versucht, die Zuordnung der Jacken, also der Jacken, die unter dem hat, und habe dann versucht, darauf die restlichen Outfits abzustimmen. Habe aber den ersten Fehler schon bei der Zuteilung der braunen Jacke gemacht. Dieses Spiel haben wir auch gemacht, weil Guido durch sein gutes Gedächtnis, kann man das sagen, also sein Textilgedächtnis mal geholfen hat, einen Mord aufzuklären. Ja, das stimmt. Also, das war auch in Münster, wie gesagt. Ja. Ich war abends aus. Das siehst du aber daran, weil ich halt ja auch nicht trinke. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und ich war auf so einem Club, ganz normal. Da kamen Leute rein und raus. Und ich konnte mir Leute halt merken, was sie anhatten. Da kam jemand rein mit so einem Armee-Look und dachte, was macht der denn hier? Sei es drum, am nächsten Tag ist wohl in dieser Nacht ist dann so ein Junge umgebracht worden, leider. Ganz dramatisch. Und am nächsten Morgen hat die Polizei wohl Leute gesucht, die da, also Gast auf dieser Veranstaltung waren. Haben mich dann morgens geweckt. Da mussten wir dann sozusagen alle auf das Polizeirevier. Die hatten noch nachts zum Beispiel, die Kellner hatten so Zipfelmützen auf, so Weihnachtsmützen. Mein Frank hatte gar keine Idee. Der meinte, der hatte nie mal eine Zipfelmütze auf. Ich habe gesagt, doch, das ganze Personal hat er nicht mal gesehen. Und dann haben die mir irgendwann so Bilder gezeigt. Und dann wusste ich, in diesem Zeitpunkt kam halt ein Mann mit so einem Look. Und aufgrund meiner Aussage konnten die also dann den Täter überführen, haben gesagt, genau das war der mit dem Bundeswehranzug und so, der war dann der Täter. Das war so die Geschichte. Heute Abend ist häufig mal der Name mein Frank oder Frankie oder so gefallen. Frank Mutters ist dein Lebenspartner, dein Lebensgefährte seit vielen Jahren. Und wir haben mal versucht, ihn dazu zu bewegen, Frank, zu sagen, warum er dich so sehr, sehr lieb hat. Ja, das ist ja, das noch nie gemacht, dass der im Fernsehen was sagt. Mein lieber Guido, heute kommt die Lobhudelei. Ich weiß es nicht.
Also lieber Guido, jetzt sitze ich hier auf deutscher. Ja, Mäuschen, ist ja alles gut. Wie gesagt, ich liebe. Oh, ich weiß gerade völlig aus dem Konzept jetzt. Das war der erste Versuch von Frank zu sagen, warum er dich so lieb hat. Das waren Aimé und Alaya, die beiden Hunde. Und morgen kommt ein neuer. Ja, morgen kommt ein neuer. Wir kriegen noch so einen Geretteten aus der Windhundhilfe. Und da haben wir gedacht, wir haben schon zwei. Aus der deutschen Windhundhilfe? Ja, aus der Windhundhilfe. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, ne, so ein Windhund, der gehört ja doch zu uns. Wir haben beide gedacht, nee, nicht noch einer. Aber dann war die Geschichte so dramatisch. Wir dachten, okay, wo zwei satt werden, werden auch drei satt. Jetzt kommt morgen noch das mal. Das ist wie. Das ist auch jetzt keine Werbung für einen Sender, der mit uns verbunden ist. Und ich muss auch sagen, dass wirklich, das ist auch eine Rasse, die wirklich nicht für alle geeignet ist. Also man muss wirklich sagen, dass die Basel sind schon für Fortgeschrittene. Das ist Windhund für Fortgeschrittene. Warum habt ihr euch die ausgesucht? Weil ich schon immer russische Barsois mochte. Ich habe immer Windhunde gemocht, weil die frei sind, unabhängig. Ich komme aus einer Familie, mein Großvater war ja Jäger und Revierförster. Und wir hatten immer Hunde, die machten Sitz und Platz und apportierten und schmissen Stock und haben das gemacht. Und ich dachte immer, ach, ein Hund ist ja schön, wenn das kann. Und dann hatten wir Nachbarn, die hatten einen Afghanen. Und der hat nichts gemacht. Die haben geschrien, Andy Shah. Und der Hund ist einfach in der Hollywood-Schaukel liegen geblieben. Dann dachte ich mir, das ist mein Hund. Der war nur schön, lebendige Deko. Der hat nichts geholt, nichts geworfen. Aber der war irgendwie liebevoll und bei mir. Das war eine freie Seele. Und da dachte ich mal, wenn ich mal groß bin, hole ich mir einen Windhund. Und so ist das angefangen. Und dann habe ich die Basois immer gemocht. Das ist auch der Hund, der am meisten in der Kunst abgebildet wurde. Und die sind so nobel und ein bisschen wie russische Models sehen die auch aus. Und, ja, die haben auch diese Lippen. Ja, lange Nasen und so. Und ich mag die sehr und die sind frei und deswegen liebe ich die. Also zweiter Versuch, warum Frank Mutters Guido Maria Kretschmer so mag. Ich muss die Brille aufsetzen, sehe ich nicht. Mein lieber Guido, ich darf heute für dich die Lobhudelei halten. Du bist ein Mann. Der hat so eine große Bandbreite und so eine Facette. Du bist so wach, du kannst dich auf jeden Menschen einstellen, auf alles, auf alle Situationen, auf alle Dinge. Mit dir wird es nie langweilig. Mir war noch nicht einen einzigen Tag in unserer 28-jährigen Zeit langweilig, noch nie. Ich höre dir mit Hingabe noch zu, wenn du die Geschichten, die ich schon 100-mal gehört habe, ich höre sie immer wieder gerne. Du liebst es zu dekorieren, manchmal wirklich so penibel und pingelig, dass ich schon irre werde, weil du alles immer wieder umräumen musst. Aber es sieht hinterher immer auch perfekt aus. Du hast es einfach wirklich völlig drauf. Ich freue mich einfach auf die weiteren 28 Jahre oder noch mehr. Ich weiß es nicht, mein ganzes Leben. Ich habe so das Gefühl, dass wir beide schon unser ganzes Leben lang zusammen sind. Ich bin wahrscheinlich für dich geboren, du für mich. So sieht es wahrscheinlich aus. Ach, wie süß, ne? Ja. Oh Gott. Ja. Ja, schön. Liebeserklärung im Fernsehen. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich das jemals erleben werde. Und ja, das ist wunderbar. Das ist ein großes Glück. Das kann ich nur jedem wünschen, wenn man Menschen trifft, mit denen man so. War es jemals Mühe? Nein, nie. Das war nie Mühe. Wir sind wirklich füreinander geboren, das glaube ich schon, weil wir auch uns aufeinander scharf stellen und wir passen gut aufeinander auf, all die Jahre. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man jetzt als schwules Paar lebt, dann denkt man ganz oft, denken ja viele Leute. Ich habe gerade wieder gehört, dass da so viele Leute dagegen sind, dass, glaube ich, jetzt 58.000 Menschen haben in Baden-Württemberg unterschrieben, sind nicht dafür, dass auch schwule Geschichten mal und Liebesbeziehungen in den Schulbüchern auftauchen. Und ich habe mir gedacht, was denken denn die Leute? Das ist doch kein Ausbildungsberuf. Man denkt doch nicht, hurra, jetzt mache ich eine Ausbildung, werde schwul, sondern ich glaube, wir sind so geboren und Liebe, das hat wirklich kein Geschlecht. Man kann sehr wohl, sehr liebevoll durchs Leben gehen. Und das ist irgendwie vielleicht auch das, was Frank und ich leben, dass wir das große Glück hatten, dass unsere Eltern, unsere Familien gleich gesagt haben, die lieben uns in der Form, wie es ist. Und dadurch sind wir getragen und dadurch sind wir auch frei vielleicht miteinander. Und das sind einfach viele Leute nicht, das muss man schon sagen auch. Und das ist ein großes Glück. Als Künstler ist das immer leichter, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, wir haben uns immer gut aufeinander verlassen und wir haben ähnliche Leidenschaften und uns verbindet so viel. Und das ist vielleicht auch der Grund. Hat sich die Zeit auch sehr gewandelt. Also um mal auf deine Musterungsgeschichte zurückzukommen, ich habe das erlebt. Als ich 76, 1700, da wurden Leute, die sich als zur Homosexualität bekannten, stumpf entlassen.
Ja, das, ja, war ein, das war ein Top-Verweigerungsgrund, also Verweigerungsgrund war es noch nicht mal. Du hast so gesagt, ich bin schwul oder homosexuell, um das ein Amtsdeutsch zu verfassen, konntest irgendwie nachweisen oder vortäuschen, da warst du raus aus dem Bund. So einfach. Ja, das ist es. Und ich meine, es ist ja viel, viel mehr, weil ich glaube, Liebe, das kennt ja auch jeder. Und ich kann nur sagen, diesen 68.000, den wünsche ich wirklich, wirklich viele lesbische und schwule Kinder von Herzen. Und dass die dann, weil, das ist wirklich so, man muss ja sagen, das ist ja das Bizarre dabei, dass im Grunde, wir werden ja rekrutiert aus den ganz normalen Familien. Ne? Also ich meine, die sind ja sozusagen der Ideengeber und da, ja, der Hund. Ja. Ja, der Hund. Und deshalb glaube ich eben, ist es so, man muss auf das, was man liebt, achten. Das ist das Wichtigste. Ja, so, das ist es. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, freu mich. Darf ich mal, die Windhundhilfe schickt mich. Ach, wie schön, ja. Gut. Ja, ich wollte mich bewerben für morgen. Ja, ist. Da ist was Dummes passiert mit dem Windhund, der eigentlich kommen sollte. Sie sehen aber so ein bisschen aus wie so ein Afghane, muss man sagen. So ein Afghane, der in die Jahre gekommen ist, ein bisschen. Ja, na ja, ja, sieht eher aus wie ein Dackel, der viele Afghanen geraucht hat, wenn Sie mich fragen. Ja. Sehr witzig. Darf man bei Ihnen rauchen in der Wohnung? Nee. Der Kamin, aber ich bin... Wenigstens passiv rauchen. Ja, irgendwas. Also wenn es gar nicht geht, also meine Freundin Katharina Thalbach darf. Kathi darf, aber... Was, die Katze darf? Nee, Katharina Thalbach, die darf, weil es nicht anders geht. Wohnt die da auch? Manchmal. Wie viele Leute wohnen denn da bei Ihnen? Bei mir ist schon was los, das muss ich schon also sagen. Ich komme auch nicht alleine, ich sag's gleich dazu. Mit Flöhen. Ja, die sowieso. Flöhe, Zecken, ich hoffe, sie haben viel Platz. Nein, ich habe ja noch einen Kollegen dabei, vielleicht kennen Sie ihn. Er ist ja sehr berühmt, er ist jetzt auch im Internet. Hier bei www.zimmerfrei.de kann man jetzt mit ihm spielen. Das ist der kleine Werbeblock. Und er ist sehr alt. Er ist so alt, als er seine erste Welttournee gemacht hat, da waren die Kontinente noch zusammen. Ja, es ist ein altes Zirkuspferd. Oh. Hallo? Hallo? Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Ferdinand. Und ich bin ein altes Zirkuspferd. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, ein das hübsches. Ist. Ich ein bin sehr, sehr hübsch, danke schön. Ein bisschen wie Marie Karak, finde ich. Ein bisschen. Bisschen. Ja, ja, oh, ja. Ja. Ja, ich habe damals auch bei ihr Tanzunterricht genommen. Es war sehr schwierig, weil ich tanze ja vierhufig und sie gerade mal mit zwei Beinchen. Ja, was machen Sie beruflich? Ich mache in Mode. Also ach, das ist ja interessant. Ich bin ja ein altes Zirkuspferd. Ja, und in dem Zirkus, da hatten wir auch Mode. Nein. Ja. Im Zirkus, da herrschen eigene Modegesetze, wissen Sie? Mhm. Ja, ja, zum Beispiel die Clowns trugen immer zu große Schuhe. Ich habe leider Clownsperre. Wie bitte? Ich habe Clownsperre. Ja, meine Clownsperre. Was heißt das? Ich kann heißt Clowns nicht gut sehen. Nee? Ja, man konnte sie unten, die Clowns konnte man sehr gut sehen. Sie waren bunt bemalt. Sie trugen viel zu große Schuhe, ja. Gummiglatzen und ja. Spritzblumen. Ja. Dann hatten wir Zauberer, die trugen immer Zylinder mit Kaninchen drin. Und dann hatten wir noch die Frau ohne Unterleib, die ging immer unten ohne. Wie würden Sie denn einen Clown anziehen? Ich würde nichts machen, was lächerlich ist. Also ich finde das Kind dagegen. Lächerliche Clowns kann man überhaupt nicht ertragen. Nein. Und diese ganzen Witze, die Clowns immer erzählen. Ich fand, was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ein Scherz. Ja, ich hatte Sie unterbrochen. Was würde ein Clown wohl anziehen? Ja, ich muss sagen, ich mag ihn nicht mal den, der mit dem weißen Gesicht und der spitzen Mütze. Nein, das ist auch kein Clown. Das war der Luxus-Clown. Das ist ein Albino-Gartenclown. Und haut. Wie bitte? Du haust aber heute die Dinger raus. Mein Name ist Horst Ferdinand, ich bin ein altes Zirkuspferd. Dann hatten wir ja auch noch so einen Akrobaten im Zirkus. Einen Bart? Einen Akrobaten. Sag, hier rede ich so undeutlich? Ja,
hatten einen Akrobaten im Zirkus, der, wissen Sie, was der immer trug? Der trug immer Designerunterwäsche. Designerfrau. Ja, hau doch mal ab. Oh, aber ich für Warum ich? Couchverbot, Mann. Ist er weg? Ja. Meine Damen und Herren, das war der großartige Martin Reimel, der beste Puppenspieler der Welt. Mit Horst Ferdinand und Vivaldi. Andreas Gorn war am Arbeitsplatz von Guido Maria Kretschmer. Gott, und Guido arbeitet nicht immer allein. Nee. Aber er hat was, worum ich ihn sehr beneide. Eine persönliche Assistentin, wo man alles hast hinschieben keine? Kann. Nee, du? Ja, natürlich. Du hast mich, aber. Ja. Bitte schön. Wie sieht das denn hier aus? Was für eine Unordnung. Ach, besser. So betritt Guido Maria Kretschmer seinen Showroom. Er ist nämlich sehr, sehr ordnungsliebend. Besprechungen hält Guido Maria Kretschmer gerne hier auf seinem Teppich ab. Und zwar gerne im Liegen und gerne mit seiner Assistentin Mirja, die hier angenehmerweise gerade neben mir liegt. Seit 2,5 Jahren arbeitet ihr zusammen. Wie ist das, mit dem Mann so eng zusammenzuarbeiten, den jede Frau in Deutschland vergöttert? Das ist total super. Aha. Weil die ihn nicht umsonst vergöttern, weil er wirklich super ist und nett und sympathisch und fantastisch. Und dann liegt er hier auf diesem Teppich. Was hat das damit auf sich? Ich finde jetzt schon nach den paar Sekunden, so richtig bequem ist es nicht. Der liegt hier sehr, sehr, sehr gerne, sehr ausgebreitet, also nicht so wie du, so in dieser unbequemen. Wie liegt er denn hier? Ja, eher so, so auf der Seite. Ah, ich verstehe. Ja. Nun hat man ja aus dem Fernsehen den Eindruck, das ist so ein Supermann. Von daher muss ich jetzt einfach auch fragen, ganz kritisch, was kann er nicht? Guido kann Technik nicht. PCs oder DVD-Geschichten, da wehrt er sich auch vehement entgegen. Also es ist so ein bisschen wie ein rotes Tuch. Mhm. Er will auch nicht richtig, habe ich manchmal das Gefühl. Und deswegen genießt er das, wie es wird. Und da musst du dann ran und ihm helfen? Ja, da muss ich dann ran. Und das ist sie jetzt, die Abendgarderobe, die wahrscheinlich ganz viele Frauen in Deutschland gerne tragen möchten. Diese wunderschönen Abendkleider, die manchmal auch recht kurz geworden sind. Dürftest du denn jetzt auch so ein Ding anziehen? Also ist er da großzügig und sagt, ja klar, leih dir das mal? Ja, auf jeden Fall. Das würde er sagen. Er würde sagen, such dir aus, was dir gefällt. Aber viel Spaß beim Reinpassen. Weil, das ist ja fies. Na, die sind sehr eng, die Sachen hier. Und hier hinter mir sieht man ja ein sogenanntes Kreativboard. Ja, also so arbeitet Guido Maria Kretschmer. Ich nehme an, das ist eine neue Kollektion. Und was sehen wir da? Wie ist das entstanden? Das ist eine Art Stimmungsboard, wo eingefangen ist, was Guido sich unter der neuen Kollektion vorgestellt hat. Das wird erarbeitet und zusammengetragen. Ja, ganz ehrlich, was stellt er sich denn davor? Also ich würde jetzt denken, ja, er hat viele Ideen, aber wo ist jetzt da die Mode? Ganz klar zu erkennen ist eine bärige Farbwelt. Ganz am Anfang legt man ja schon auch die Farbwelt weg und fest. Und das ist dieses Jahr Beere. Wie man hier sehr schön sehen kann. Oh Gott, es ist Beere dieses Jahr. Endlich wissen wir das. Vielen Dank, Mirja. Gerne. Und keine Sorge, bevor ich gehe, räume ich selbstverständlich auf. Tschüss. Tja, meine Damen und Herren, eins muss ich sagen. Es gibt natürlich auch noch andere Modeschöpfer in Deutschland, mit gut gehenden Geschäften. Da es gibt Joop und es gibt Lagerfeld und es gibt Moshammer und es gibt Taco und Kick. All das sind da fantastische Couturiers. Hier in Deutschland, also nicht, dass Sie meinen, wir machen Schleichwerbung. Bitte nicht. Guido, wenn man so hört, Beere,
Aber ihr sprecht, also ganz saublöde Frage, sprecht ihr euch untereinander ab? Warum macht dann nicht plötzlich einer Kanarien gelb? Also wieso ist dann grün oder gelb oder Beere die Modefarbe? Ist das... Ja, man liegt ja nicht immer ganz so zusammen, aber es gibt schon so einen Trend und ich glaube, es liegt damit zusammen, hängt damit zusammen, dass es ja natürlich auch Ausdruck von Zeitgeist ist. Mode ist immer nur Ausdruck von den Momenten, die gerade passieren. Zum Beispiel, wenn jetzt gerade der Goldpreis hochgeht in der ganzen Welt, dann werden die Taschen wieder goldig, weil es wertig wird oder Kupfer kommt, wird gerade teuer, dann ist Kupfer wieder da und dann gibt es auch Zeiten, wo bestimmte Farben gehen, dann kommen neue Muster und dann aber ist es vielleicht... Aber wer kommt zuerst mit Beere raus und alle ziehen nach oder es wie? Es sind ja noch nicht alle auf der gleichen Reise. Das ist, glaube ich, auch, wenn man erfolgreich wird, dann gehört man auch zu denen, die ein Gespür für die Zeit haben. Man kann sehr daneben liegen und mittlerweile ist es so, dass ich auch oft ein bisschen mein eigenes Ding mache. Wenn mir jetzt gerade ein Look sehr gut gefällt und ich bin ja ein bisschen der Freund auch davon, dass man Textil etwas länger trägt, dann sage ich schon mal, es war eine gute Kollektion, es hat vielen Leuten gestanden, also probiere ich Farben zu nehmen, die mit der alten Kollektion noch kompatibel sind, damit man sich gleich wegwerfen muss. Eigenes Ding ist unser Stichwort, denn sein eigenes Ding bei uns zieht jemand so durch, dass auch wir keine Ahnung haben, was die nächste Aktion ist. Diese Aktion, für uns alle eine Überraschung, bringt uns unser staatlich geprüfter, großartiger, zimmerfreier Notar. Bitte. Herr Kretschmer, Sie sind ja in der Regel die Ruhe selbst. Wie würden Sie gerne mal aus der Ruhe bringen? Von Herzen gern. Und zwar zu diesem Berufe würden Sie sich bitte jeweils auf einen Sitzkissen. Soll ich Mitte? Ja, bitte in die Mitte. Nach vorne gucken? Ja, nach vorne gucken. Gucken ist gleich egal, weil Sie bitte diese Schlafmasken aufsetzen, ohne dabei einzunicken vielleicht. Sitzsack ist ja, glaube ich, das Ende fürs Alter. Wir werden eine gleich Frau auf der Messe gesehen, ganz kurz. Die saß auf einem Sitzsack, kennt ihr das? Ja. Die hat da drin gesessen, die brauchte drei Leute, die da rausgeholt haben. Ja. Sag, wissen Sie, das sollten Sie sich nicht kaufen. Ja. Herr Kretschmer, wir sind ein wenig eilig im Moment. Also Entschuldigung, ich wollte. Es passieren gleich verschiedene Erschreckungen für Sie. Oh Gott. Aber bitte keine Mäuse Spannend, oder geht. Spinnen oder sowas, Nein, ja? nichts okay. mit Fell. Und ich würde Sie bitten, während dieser Erschreckung auf keinen Fall eine Miene zu verziehen, denn Sie sollen ja die Ruhe bewahren. Und die Erschreckung werde ich nicht vollziehen an Ihnen, sondern dafür haben wir unsere Erschrecker! Und los geht's mit der ersten Prüfung. Oh Gott, Leute. Nicht anfassen. Das Zirkuspferd. Wir kommen nun zur zweiten Prüfung. Seien Sie froh, Frau Westermann, dass da nicht noch das passende Tier dran hing. Und bitte. Ich bin überrascht. Und weiter geht es bitte mit der nächsten Runde. Können Sie noch? Fühlen Sie sich gut? Nein. Kommen wir zur dritten Prüfung. Auch diese Prüfung scheint bestanden. Sie haben es bald geschafft. Wir kommen nun zur letzten Prüfung. Und das sind vielleicht nicht nur taktile Reize, sondern auch olfaktorischer Art. Mehr sage ich jetzt nicht. Und ich sage, und bitte. Herr Kretschmer, Sie kennen das aus Warndorf, Biogasanlage? Kann ich ein bisschen, Bravo. Kann ich ein bisschen Brot dazu haben? Bravo, Sie sind erlöst. Ich darf Ihnen nun Ihre Erschrecker vorstellen. Wann kommen denn die Prüfungen? Ich muss sagen, die Aufgabe ist hervorragend erfüllt. Ach, das war Konfetti. Herr Altmann, dachte, Sie waren
wirklich hervorragend, aber vielen der Dank. Preis geht heute Abend an Sie, Herr Kretschmer. Ich bin beeindruckt. Warum? Warum für nichts, ne? Ah ja. Oh. Darf ich dir auch nochmal in die Hand? Ja, ich kann ja das war eine schöne Aktion. Und ich muss sagen, die letzte Prüfung, das roch so ein bisschen wie bei mir zu Hause, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Ja? Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, der Notar! Guido, du hast dir was ausgesucht von einer von dir sehr verehrten Künstlerin, von Bette Midler. Ja, die ich sehr mag, mag das Song so gern. Und dachte, vielleicht hast du doch den falschen genommen. Ein bisschen schwierig zu singen, aber wir kriegen es hin. Ja, einfach die Ruhe bewahren. Das kannst du ja, wie ich gerade mir absagen lassen. Du siehst aber noch gut. Ich ne? sehe jetzt, ja, es geht so. Für Zimmerfreiverhältnisse wird es reichen. So, auf geht's. It must have been cold there in my shadow. To never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all that strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. Because you are the wind beneath my wings. I might have appeared to go unnoticed, but I've got a hole here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know. What would I be without you? Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish to be. I want you to fly higher than an eagle, because you're the wind beneath my wings. Zufrieden, aber der Star des Abends war zweifellos Guido Maria Kretschmer.